Hallo und herzlich willkommen zurück bei Drakensang am Fluss der Zeit. Ich bin immer noch ein bisschen erkältet, aber ich möchte trotzdem jetzt schon wieder ein bisschen was aufnehmen. Und zwar haben wir zuletzt mit dem Meister Rakorium gesprochen. Stimmt das? Ich glaube, es kommt mir irgendwie vor, als hätten wir woanders gestanden. Aber ist egal. Ach hier, wir waren bei ihm. Darum war die Sicht anders am Ende der letzten Folge. Genau. So, wir müssen jetzt noch hier mit den Leuten im hinteren Bereich reden. Was? Das machen wir natürlich auch. Und schon erledigt. Beklauen natürlich dabei ja noch alle. Aber. Ja. Ja. Diese Dame mit dem weiten Ausschnitt auch noch. Und natürlich diesen Herrn. Ach, den können wir leider nicht bestehlen. Das wäre ja auch zu schön gewesen. Der hat bestimmt einiges dabei gehabt. Sheikh Said al-Farben-Har zu euren Diensten, Pfalzgraf von Eberstadt. Seid gegrüßt, Scheich. Was führt euch hierher in Zeiten, da euer Land von den Söldlingen Al-Anfas in Atem gehalten wird? Ich bin im Auftrage meines Freundes und Gebieters des Beys von Perchaba auf Reisen. Auf Brautschau, um genau zu sein. Er hegt einen ganz speziellen Wunsch für die Bereicherung seines Harems. Und ich denke, ohne eurer weiblichen Begleitung zu nahe treten zu wollen, ich habe schon genau das gefunden, was seinem Begehren entspricht. Die Fürstin Malgora del Incendio. Da will ich euch nicht hineinreden, werter Scheich. Ich möchte euch jemanden vorstellen. Raya aus anderer Fall. Ich grüße euch, Scheich. Würdet ihr mir eine Frage beantworten? Mit dem allergrößten Vergnügen, edle Dame. Okay. Habt ihr die anderen Gäste bereits kennengelernt? Oh, persönlich kenne ich niemanden hier. Doch hatte ich schon das Vergnügen, mit einigen der Gäste zu sprechen. Nur die Fürstin del Incendio hat mir ihre Aufmerksamkeit bislang verwehrt. Sie scheint sowohl meine Beharrlichkeit als auch meine Geduld auf die Probe stellen zu wollen. Ihr Anblick erfüllt mich beinahe mit so viel Freude wie die Flamme meines Herzens, die kleine Charisat Karchina Dorachsuni von Penny Ish. Wie ich schon sagte, genau das, was das Herz des Beys für seinen Harem ersehnt. Doch diese Aura von Bedrohung und Gefahr, die sie umgibt, lässt mich zweifeln, ob ich die Offerte meines verehrten Gebieters überleben würde. Mit dem allergrößten Vergnügen, was wisst ihr über Dame. Den Baron von Nadoret? Nun ja, ich glaube, ihr kennt den Baron besser als ich. Bisher hatte der Bey eher wenig mit dem Haus Nadoret zu tun. Dennoch glaube ich, dass er die Begeisterung des Beys für die schönen Dinge des Lebens teilt. Mit dem allergrößten Vergnügen, edle Dame. Wie gefällt euch die Feier des Barons? Um ehrlich zu sein, ist sie doch etwas... Bieder, versteht mich nicht falsch, aber die scheint beinahe typisch für diese Region zu sein. Die rauschenden Feste auf Erchava sind weit und bekannt. Und wer an ihnen teilhaben darf, verbringt mit Sicherheit einen der geselligsten und sinnenfreudigsten Abende, welchen die menschliche Vorstellungskraft erlaubt. Dagegen wirkt diese Feier nun, sagen wir, etwas blass und gezwungen. Aber vielleicht wird es ja noch interessanter. Mit dem allergrößten Vergnügen. Ja, da kann ich ihm nur zustimmen. Edle Dame. Ist euch etwas Ungewöhnliches aufgefallen? Oh, bedauere. Da ich fremd in diesem Land bin, kommt mir beinahe alles ungewöhnlich vor. Besonders die seltsamen Speisen, die die aberwitzigsten Namen tragen. Wenn ihr aber auf die Gäste anspielt, so muss ich gestehen, dass ihr, von der Fürstin Incendio abgesehen, bislang die interessantesten seid. Aber nun, wo ich darüber nachsinne, vor kurzem schritt ein weißberobter, grauhaariger Mann mit zwei Konkubinen schnurgerade durch diesen Saal, ohne die Gäste auch nur eines Blickes zu würdigen. Viel Freude noch auf der Feier, ehrenwerter Scheich. Gut, dann haben wir das auch schon mal abgehakt. Diesen Herrn können wir noch beklauen. Wenn der wirklich pleite ist, wird er wahrscheinlich nicht so... Oh, okay. Ja, ein bisschen Bargeld schadet nie was. Ah, auch ein Dukat. Mal sehen, was diese junge Dame hat, die verblüffende Ähnlichkeit mit dem Schneeröschen hat. Ja. Im Hammerberg.
Aber ich will mich nicht beschweren, die NPCs sind ja eigentlich schon... sagen wir, es gibt viele verschiedene Gesichter, Bärte, Kleidung und so weiter. So. Ja. Darf ich mich untertänigst vorstellen, euer Hochwohlgeboren? Junker Edelbrecht von Treublatt zu Zwingenberg, mein bescheidener Name. Von Treublatt. Eine illustre Runde hat der Baron sich da eingeladen. Aber so lernen wir uns kennen, Junker Edelbrecht. Könnte ich eine Frage an euch richten? Selbstredend, nur frei heraus. Kennt ihr die Gäste des Barons gut? Nun ja, ich kenne mich ziemlich gut aus. Aber der Baron versteht es, wie immer, für Überraschungen zu sorgen. Auch in seiner Auswahl der Gäste. Von der Edlen vom Berg solltet ihr allerdings besser Abstand nehmen. Wenn ihr nicht wünscht, dass sie später über euch herzieht. Aber andererseits wird sie dies ohnehin tun. Ja, dieses affektierte Lachen, das ist wirklich kaum zu ertragen. Ganz im Gegensatz zu den beiden Damen an meiner Seite. Ja, sein Lachen ist natürlich viel besser. Selbstredend, nur frei heraus. Was könnt ihr mir über den Baron sagen? Dajin von Nadoret hat viele Freunde und ich bin froh, mich zu ihnen zählen zu dürfen. Dazu gehört übrigens seit neuestem auch der ehemalige Reichskanzler, Answin von Rabenmund. Nun, und seinen Festen kann man natürlich auch ansehen, dass der Baron über beträchtliche Summen Goldes verfügt. Seine Großzügigkeit grenzt fast an die meine. Oh! Selbstredend, nur frei heraus. Ich muss sagen, ich weiß nicht, ob... Ich habe ihr AGP kennt, Mr. HP, nenne ihn immer AGP. Auch ein Let's Player, auch verlinkt, glaube ich, auf meinem Kanal. Die Lache erinnert mich gerade so dermaßen an ihn. Sorry, Basti, falls du das hörst, aber... Das amüsiert mich gerade sehr. So, ihr scheint euch ja auch gut zu amüsieren, oder? Warum auch nicht? Bei den reizenden jungen Damen und der gepflegten Unterhaltung. Die Dienerschaft erfüllt zudem jeden Wunsch. Fragt man nach einem guten Tropf. Das ist wirklich ein Glück. Ihr habt da vollkommen recht, Junker. Wie? Aber euer Hochwohlgeboren, in eurem Alter? Nun, ich meine, diese Damen waren gerade mit mir im Gespräch. Ihr entschuldigt. Selbstredend, nur frei heraus. Haben wir hier etwas von Interesse verpasst? Nun ja. Ein kleines Abenteuer. Vorhin begab ich mich mit einer der Damen auf den Balkon. Da glaubten wir, plötzlich Rufe aus der Schlucht am Fuße des Schlosses zu hören. Man sagte uns, dass es sich dabei um Harpyen handelt. Diese widerwärtigen Chimären. Gefiederte Frauen ohne Arme und Beine. Wer erschafft so etwas Nutzloses? Gleich dort drüben, am Ende des Saals, ist der Zugang zum Balkon. Doch die Türen wurden nun verschlossen. Es heißt, der Baron bereitet dort ein großes Geschenk vor. Okay. Selbstredend, nur frei heraus. Dann fangen wir mal an mit Zwietracht. Zwietracht zu säen, so. Wisst ihr eigentlich, was Frau Mina vom Berg so erzählt? Mit Verlaub, es interessiert mich nicht, was eine vom Berg zu sagen. Auch nicht, wenn sie sagt, dass ihr eure Geldsorgen in billigem Wein ertränkt? Das ist ja unerhört. Man spricht doch nicht über Finanzen, wenn Damen anwesend sind. Ich verstehe gar nicht, warum diese unsägliche Person überhaupt eingeladen wurde. Neben einigen anderen. Diese beiden Perlen hier, natürlich ausgenommen. Aber nicht doch. Ihr habt Stil, ja wirklich. Mir die Lügen ihrer vom Berg so unverblümt mitzuteilen. Oh, 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 oh. Hier scheint langsam etwas Stimmung aufzukommen. Endlich passiert was. Meine Füße bringen mich noch um. Ich mach das. Der Arme. Wenn deine Füße dir wehtun, dann wollen wir dich mal ein bisschen erleichtern. Was? Ja. Da vorne stand doch auch noch jemand, oder? Ich nehme an, das wäre die Tür zum Balkon gewesen, die nun verschlossen ist. Ja, dann werden wir mal gucken, ob wir noch ein bisschen was... Hier, der...
dem Rakorium haben wir ja schon was erzählt. Dann können wir hier der noch was erzählen. Ah, der Pfalzgraf mit Gefolge. Seid ihr so fasziniert von mir? Sicher? Warum nicht? Wisst ihr, dass die Edelfrau von Berg schlecht über euch redet? So, tut sie das? Was hat sie denn gesagt? Lasst mich überlegen, dass euer Kleid frivol ist und eure Haare aussehen, als wärt ihr in einen Sturm geraten. Ach, und allein euer Anblick wäre schon ein Affront. Äußerst aufschlussreich. Hab Dank. Ich werde mich mit dieser Mina wohl noch einmal unterhalten müssen. Doch wie empfindet ihr meinen Aufzug? Also, entweder ich sage ihr, das Kleid ist toll, oder ich sage, ich finde es nicht so toll, oder ich sage ihr, ach, solche Dinge anzusprechen sollte den Leuten obliegen, die nötige Erfahrung haben, um so etwas zu beurteilen. Ado? Euch steht das Kleid hervorragend, werte Malgorra. Und mein Haar wirkt nicht zerzaust? Selbstredend nicht. Ihr seht sehr reizvoll aus. Also, ich meine, sehr, sehr reizvoll. Ihr seid sehr schmeichelhaft. Nochmals mein Dank für eure Aufrichtigkeit. Sowohl was die Worte dieser Edelfrau vom Berg angeht, als auch eure Einschätzung meines Aufzugs. Dürfte ich noch etwas fragen? Sicher? Warum nicht? Habt nochmals Dank wegen eurer Ehrlichkeit bezüglich der Aussagen der Wirten vom Berg. Ich hoffe, der Baron taucht bald auf und bringt wieder etwas Stimmung in den Saal. Wo bleibt denn nun der Baron? Wenn er wüsste, wie mir die Füße schmerzen. Dann wäre es ihm auch gleichgültig. Ja, so. Vielleicht können wir mit Nottl reden. Haben wir überhaupt schon mit ihm geredet? Wunderbar. Ich habe den theoretischen Durchbruch geschafft. Die Kelchhypothese der sieben magischen sollte damit entziffert sein. Meister, ich gratuliere. Endlich nach einer so langen Zeit. Da ist noch ein Denkfehler in dem Skript, welches der ganzen Sache zugrunde liegt. Betrachtet man es aus quantitativer Sicht, sind 15.000 Absätze in einem Werk einfach zu viel. Qualitativ hingegen sollten sie ausreichen, um etwa 40 Stunden voranzuführen. Okay. Mal gucken. Er wünscht. Aber gerne doch. Mit wem müssen wir denn jetzt noch reden? Ach, hier, mit ihm. Ist etwas Schlimmes passiert? Ach, wenn es sein muss. Die Edle von Berg macht sich etwas Sorgen über eure pausenlose Anwesenheit am Bankett. Ja, ich habe mir auch schon Sorgen. Offenbar zu Recht. Ich könnte mich an einer Trollkirsche verschlucken und jämmerlich ersticken. Ein Verwandter von mir ist gestorben, weil der Koch das Wild nicht richtig gehäutet hatte. Eigentlich sagt ihr, dass ihr zu Hause nichts anderes als Sauerkraut zu essen bekommt. Das stimmt leider. Und dass ihr als Ritter eine ziemlich lächerliche Figur macht. Ich werde wie immer missverstanden. Wahrscheinlich hat sie meine Familie kennengelernt. Da sind schon einige auf lächerliche Weise zu Tode gekommen. Wir werden sehen, ob ich die Edelfrau vom Berg überzeugen kann. Aber wahrscheinlich werde ich mich blamieren, indem ich in einer Rotweinpfütze ausrutsche. Ich habe auch schon genug Sorgen. Nun werde ich in Betracht ziehen, die Edelfrau vom Berg erfolglos auf das Gesagte anzusprechen. Wohlgeborene Herrschaften, eure Spektabilität, geehrte Damen und Herren, es erscheint der Gast. Es ist mir eine außerordentliche Freude, heute so viele Gäste in meinen prächtigen Hallen zu empfangen. Ja, ich bin sicher, ihr werdet mein verspätetes Erscheinen entschuldigen. Die neueste Errungenschaft meines Hauses beanspruchte meine Aufmerksamkeit. Ohne Zweifel das schönste Geschöpf im Land. Sie erscheint nun. Meine
einzigartige Mora. Mora? Ich kann es nicht glauben. Mit Dajin? Nun will ich endlich sehen, wer für das ganze Schlamassel verantwortlich ist. Seine Hochgeboren, Baron Dajin von Nadoret. Was ist das denn? Eine Kuh? Er hat eine Kuh nach Mora benannt? Den kaufe ich mir. Beruhige dich, Kuan. Aber auch so ich möchte gerne mit dem Baron von Angesicht zu Angesicht reden. Seht sie euch nur an! Das ist wahre Schönheit! Hat mir gestern beim Nadoretter Milchwettbewerb 100 Dukaten eingebracht. Wie wahr? Mein teures Mädchen? Tatsächlich, euer Hochgeboren? Und ich dachte immer, Schneidermeister Marcosi hätte mit seiner braungeschenkten Fulminante die Favoriten gestellt. Nein, nein, Vietemina, das sind nur Gerüchte. Es gab und gibt nur eine Favoritin, meine Mora. Okay, nun? Ah, noch mehr Gäste. Ich erinnere mich gar nicht, euch eine Einladung gesandt zu haben. Ihr seid... Ardo vom Eberstamm. Interessant, euch endlich persönlich zu treffen. Ich habe schon viel von euch gehört, Dajin. Ah ja? Wer hat das nicht? Wie war doch gleich der Name? Vom Eberstamm? Ganz recht. Mein Name ist euch sicher im Zusammenhang mit Burg Rudes Schild ein Begriff. Oh, ihr seid der Hüter der Reichsinsignien? Was für eine verantwortungsvolle Aufgabe. Eure Familie steht wohl in der Gunst seiner Magnifizienz des Kaisers. So ist es. Treue und Ehre sind Tugenden, die in meiner Familie sehr hoch gehalten werden. Ich nehme meine Aufgabe äußerst ernst. Aber selbstredend. Ja, ihr müsst mir unbedingt mehr darüber berichten. Die Damen verstehen es sicher, wenn wir uns zurückziehen. Das kommt mir entgegen. Wir sollten ein paar offene Worte miteinander wechseln. Ich habe da einige Fragen. Laufen wir doch ein Stück gemeinsam, ja? Sicher zieht auch ihr bei dieser heiklen Thematik ein vertrauliches Gespräch vor. Eure Fragen werde ich mich umgehend annehmen, werter Pfalzgraf. Ich lauf ihr mal. Ihr mögt den Eindruck haben, dass euch Unrecht getan wurde. Doch dem ist nicht so. Aha, aha, aha. Laufen wir mal nach. Es kann nicht gut enden, aber... Kommt, wir bereden das in aller Ruhe. Ja, wir können das sicher aufklären. Deswegen seid ihr doch gekommen. Nicht wahr? Ich... Wie klein er ist. ...habe mir sagen lassen, dass ihr ein Freund von Ehrlichkeit seid. Ja? Ja. So werde ich auch kein Blatt vor den Mund nehmen. So, haben wir das Fest verlassen jetzt? So, hier können wir ganz ungestört sprechen, werter Pfalzgraf. Na gut, Dajin von Nadoret. Ich beschuldige euch des Verrats an eurem Lehnsherrn, der Paktierung mit Verbrechern und der Anstiftung zum Diebstahl. Was habt ihr zu eurer Verteidigung vorzubringen? Aber, es ist alles so vorgesehen. Ich muss nun mal den Grafen reif haben, wisst ihr? Denn ich wurde geboren, um diesen Titel zu tragen. Das versteht ihr doch. Auch ihr seid vom alten Adel. Nur auf die Vollendung kommt es an, wisst ihr? Ihr denkt doch nicht, dass ihr mich aufhalten könnt, hier in meinem eigenen prachtvollen Schloss. Da seid euch nicht so sicher, Dajin. Hochmut ist eine Eigenschaft, die schon ganze Kulturen zu Fall gebracht hat. Tja, ich habe den Eindruck, dass ihr mich unterschätzt. Oder habt ihr gedacht, dass eure Vorwürfe mehr Eindruck auf mich machen als eine Kuh? Ach, eine Metallspitze in seinen Rippen könnte ihn vielleicht eher beeindrucken, Ardo. Ich muss schon sagen, ihr seid recht hartnäckig, hm? Aber ihr werdet hier so nah bei meinen Gästen doch kein Blutvergießen anrichten, werter Pfalzgraf. Nein, ich setze meinen Namen nicht für jemanden wie euch aufs Spiel. Ja, das dachte ich mir schon. Nun denn, wachen! Entwaffnet die Herrschaften, eskortiert sie in meinen Kerker und findet eine
Schöne, geräumige Zelle für Sie, ja? Ado? Lasst es geschehen. Hier ist nicht der Ort für einen Kampf. Dajin, erinnert euch an meine Worte. Eure Gier wird noch euer Verderben sein. Ja, natürlich. Ich habe nun eine Verabredung mit dem Herrn Magister. Es wäre unhöflich, ihn warten zu lassen nach allem, was er für mich getan hat. Ups, sorry. Getan hat. Nein, mein Sturmwächter-Set. Guten Tag, Herrschaften. Wie ihr schon gemerkt habt, gibt es bei mir hier unten eine strikte Kleiderordnung. Je ordentlicher das Benehmen, desto frischer das Essen. Herumlärmen und sonstige Scherereien werden mit Hungerleiden geahndet und lösen sich so von selbst. Da ich ein großzügiger Mann bin, gebe ich Neulingen immer einen Vertrauensvorschuss. Hier, in diesem Eimer. Ach ja, und versucht es gar nicht auszubrechen. Dieses Schloss ist mit bloßen Händen nicht zu knacken. Und die Wände sind viel stärker als eure Verzweiflung. Netter Mensch. So, wir haben einen Eimer hier. Fischeimer. Was für ein Charakter. Das Vertrauen des Kerkermeisters beschert uns gammelige Fische. Und unser Vertrauen in deinen Plan hat uns hinter die Torwaldschen Gardinen gebracht. Der Baron denkt nun, uns handlungsunfähig gemacht zu haben. Das gibt uns die Gelegenheit, weiter nach der Krone zu suchen. Diese Gitter werden uns nicht lange halten, Freunde. Das klingt, als hättest du eine Idee, wie wir hier rauskommen. Ich bin nicht mehr der Jüngste. Die ganze Aufregung könnte dazu führen, dass mein Herz versagt. Eure Hilferufe, lasst uns noch schauen, ob wir irgendwie Waffen improvisieren können. Sicher, Herrla. Sag mir, wenn du bereit bist. Okay. Waffen improvisieren. Haben wir hier denn noch irgendwas? Das da könnte man nehmen, aber das hängt da scheinbar dran. So ein gefährliches Teil hier drin hängen zu lassen, ist ein bisschen... Naja. Die Gitter sind so weit, dass bestimmt Fyres und ich da allein schon selber durchschlüpfen könnten. Okay, Fyres vielleicht nicht, weil sie so dicke... hat. Aber, naja. Stinkender Fisch. Lol, das sind Wurfwaffen. Was? Was ist denn das für eine Einhandwaffe? Aha. Na dann. Prost Mahlzeit, ne? Ja. Dann, werden wir jetzt mal mit unseren Waffen, sprich mit unseren Fischen, ins Vergnügen stürzen. Aber ob das klappt, ob wir dem Gefängnis wirklich entkommen können, das seht ihr in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.